Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Us Band Beginning. Ich hab's mir schon gedacht, dass man doch in das Schloss gehen sollte, indem man einfach Telepathie auf die Wache einsetzt. Übrigens, wenn wir Telepathie bei dem Brunnen einsetzen, können wir eine ATM-Maschine rufen. Und den Typen, dem wir GIF oder Take nehmen, konnten wir gar keine ATM-Maschine, sondern dem hätten wir Items geben können. Das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Wir können nämlich zu unserer Schwester gehen und die bringt Items. Hey, warte, Items für uns auf. Das habe ich irgendwie noch nicht rausgefunden. Gut zu wissen. Also erstmal reden wir mit ihm. Und jetzt benutzen wir unsere Telepathie. Das ist richtig. Die Antwort ist 2 Alligatoren. Auch wenn ich dir das Rätsel noch gar nicht gesagt habe. Ja, und das fand ich ziemlich fies. Also ab ins Schloss. Ab hier weiß ich jetzt natürlich nicht mehr, was los ist. Ich wollte eigentlich auch nur meine Vermutung bestätigen, ich jetzt einfach ausprobieren können. Ach, ihr seid wachen. Ich wünschte, ich könnte die Königin wieder singen hören. Ich darf nicht immer so schnell wegdrücken. Die Königin Mary hat oft oft Albträume. Als ob sie ein ungezogenes Kind bestrafen würde, schreit sie. Ich habe Angst, ich habe Angst. Und dann fängt sie an zu singen. Nur ein bisschen. Dann vergisst sie die Melodie und wacht im Schweiß gebadet auf. Ich frage mich, was für eine traurige Erfahrung das mit Queen Mary angestellt hat. Der Raum ist völlig leer. Hier ist ja überhaupt nichts. Vor allem, eigentlich ist ja alles ziemlich leer. NES Limitations nehme ich einfach mal an. Nächster Raum. Kleines Schloss bis jetzt. Okay, sind ein paar mehr Räume. Auch nur Wache. Die Königin fühlt sich nicht besonders gut. Ist sie denn überhaupt da? Schneller. Das ist sie wohl. Sieht wirklich aus wie unsere Mutter. Willkommen, Sen, glaube ich. Hier in Magic Hand ist jeder dein Freund. Du kannst so viele haben, wie du möchtest. Von was immer du möchtest. Was? Du möchtest dir mein Lied anhören? Es tut mir leid, ich weiß nicht warum, aber ich kann nicht singen. Ich bitte dich darum, die Melodie zu lernen. Es sind nur 8 Noten. Wenn du sie alle gelernt hast, komm zurück und sing sie für mich. Wenn ich nur diesen Song hören könnte. Alle von uns wissen, dass du hier nicht hergehörst. Aber wir sehen dich als einen von uns an. Mit dem Onyx-Hook kannst du dich ja jederzeit wieder zurückwarpen. Versprich mir, dass du jetzt wieder zurückkommst, wenn du Hilfe benötigst. Jeder liebt dich, Sinn. Und wo kriegen wir diesen Onyx-Hut? Also ich habe ihn jedenfalls nicht. So, hast du noch was zu sagen? Nee, sag nochmal dasselbe, ja? Also ich weiß jetzt, dass wir mit dem Onyx-Hut zurückkommen. Hook, nicht Hook, sondern Hook. Aber wir haben ihn noch nicht gekriegt. Aber wir haben hier auch noch einen Raum. Vielleicht finden wir hier den Weg zurück. Der Raum führt uns in noch mehr. Oh, hier sind ein paar Sachen. Check. Ja, check, hör ab. Das Dumme ist, wir sind jetzt wieder voll. Ich glaube, ich sollte mal zurückgeben und Sachen abgeben, die ich gerade nicht benötige vielleicht. Ich muss gucken, was in den anderen ist. Antidote. Das kann hier drin bleiben. Flash Dark? Was ist denn das? Ich habe eigentlich noch ein Antidote, das ich nicht wirklich benötige. Was das Flash Dark ist, würde ich gern wissen. Schauen wir uns jetzt an, was ist dein Flash Dark? Look. Das Gegenteil von einem Flashlight. Also machen wir damit Dunkelheit? Schätze ich mal. Huch, was ist denn hier alles? Ich würde mir jedes angucken. Leer. Und hier? Die Dot. Bleibt drin. Ich finde toll, dass Sachen wieder einfach wieder zurückgelegt werden, die man nicht mitnehmen kann. Das war doch das Ding, das der Hippie benutzt hat. Wir haben im Moment jede Menge Magic Herb.
nehmen wir doch gerne mit. Ich möchte aber immer noch wissen, wie ich denn hier wieder zurückkomme. Feigkapsel. Oh, so war es gut. Ich war besser, aber ich will jetzt nichts davon wegwerfen. Ich kann ja mal kurz gucken, mein Checkup macht. Meine AP hoch. Das ist alles. Ich dachte, die machen mehr. So. Denn... Oh! Jetzt sind sie alle auf. Ich konnte mir nur eine aussuchen. Die macht nämlich mein Fight hoch. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich zurückkomme. Jetzt waren wir überall. Vielleicht können wir jetzt plötzlich zurück. Ich weiß zwar nicht warum oder wieso. Wir gucken uns einfach mal um. Und wir wollen eh nochmal zum Brunnen gehen. Es wurde nämlich vorgeschlagen, sich der ATM-Mischchen dort zu benutzen und ein Pendant zu kaufen. Also hier ist jetzt nichts und hier ist auch wieder monsterfreie Zone, wie es ausscheint. Ausscheint, klar. So, lasst ihr mich jetzt auch wieder heraus oder muss ich noch euer Rätsel sagen? Wir sehen uns! Und wie kommen wir denn zurück? Ich sag einfach nur, wir sehen uns später. Also, wir laufen jetzt erstmal zum Brunnen. Brunnen war hier irgendwo. Nicht wieder hier! Ich will weglaufen. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Lasst mich in Ruhe. Also kann ich vor denen nicht wegrennen. Ach, wir haben es geschafft. Irgendwie. Wir sind ja jetzt schon ewig hier in Mexikant. So, erstmal heilen wir uns am Brunnen. Jetzt benutzen wir unsere Telepathie. Soulful Cry. Hast du mich berufen? Ja. Du brauchst Geld, ja? Nun, du hast 1740. Ich nehme 1200 mit. Damit dürfte ich mir einen der Pendants leisten können. Sollte ich aber besser nicht im Kampf besiegt werden, sonst ist mein Geld ja futsch. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich hier wieder wegkomme. Ich glaube, der Äußerste war's. Gucken wir mal. Was hast du denn? Ja, es ist wie draußen. Da hat jemand gesagt, das H2O-Pendant ist ziemlich Gucci. War in der Lösung. Nee, ich will nichts mehr. So, ich benutze jetzt das H2O-Pendant. Benutzen. Gut. Oh, hatten wir. Das ist eine neue Equip, wie es ausscheint. Wie sage ich die ganze Zeit ausscheint? Wie es anscheint. Erst beheilen wir unsere PP. In dem Haus. Natürlich. Und dann suchen wir nochmal den Typ, der für uns Items stort. Was ist denn los, Clara? Willst du was zu essen? Ja, die Katzen werde ich gleich füttern müssen. Ich hoffe, dass ich einen nice Trip haben werde. Ich habe nämlich leider keine Ahnung, wohin ich muss. Warst du der Typ, der Sachen aufbewahrt? Ja, habe ich. Ach so, vielleicht sagt der Typ mir, der Philosophie-Typ, wie ich hier rauskomme. Okay. Ja? Er ist so gut in Spitznamen. Er hat so guten Geschmack da drin. Ist das alles echt? Okay, das war wirklich nicht sinnvoll. Keine Ahnung. Ich guck mir jetzt was. Wieso haben hier eigentlich manche eine grüne Tür? Du uns? Ja.
will Sachen bei dir lassen, zwar brauche ich den da nicht mehr. Die Ocarina erstmal. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich das benötige. So, wo war der Speicherraum? Der war ganz da hinten, stimmt's? Ich glaube, das war der hier. Genau. Dann speichern wir mal kurz. Wir haben nicht wirklich viel. Nicht mehr so lange bis Level 13. Aber ich weiß immer noch nicht, wie wir zurückkommen. Keine Ahnung. Irgendwas im State. Huch. Ich will erstmal weitermachen. Ich will hier raus. Ja. Ich weiß noch nicht wirklich, was diese Quasis ist. Bis jetzt hatten wir dieses merkwürdige Phänomen und Aliens. Habe ich eigentlich mit dir schon reden können? Ich bin eine schwimmende Katze. Hast du von einem magischen... Ach ja, das Sonderbonbon. Ja. Hm. Auch wenn wir es nicht gehört haben. Ja, wir sind nicht helpless. Nichts. Check. Und wenn ich Telepathie versuche. Also hier kommen wir auf jeden Fall nicht heraus. Es muss doch irgendeinen Weg aus Magic Hand herausgeben, aber was für einen. Ich habe jetzt gedacht, wir könnten vielleicht, wie gesagt, hier am Osten lang gehen. Da ist ja nichts. Ah, es gibt wirklich die Dead Eyes. Ich hab's gewusst. Und der macht gleich mal ein Smash-Hit. Was? Das war alles? Und ich dachte, das wird ein stärkerer Hit. Vielleicht habe ich auch Glück gehabt, jetzt wegen den... ihr wisst schon, den Pendant, den ich gekauft habe. Wäre toll, wenn wir dich in einem One-Hit erledigen können, Teddy. Oder Edith. Nope, nope, nope. Ich bin raus. Eben sein Final Blow können wir allein nicht. Scheiße. Och, Menno. Daran läuft es jetzt besser nicht über meine Tasten. Lieber auf meinen Schoß. Also, das gibt's doch nicht. Darf ich nicht endlich mal raus? Lara, leg dich hin. Wann? Endlich! Ach, nicht gut heilen. Knife ab. Lara, du nervst mich. Geht's hier wieder heraus? Das müssen wir doch jetzt mal herausfinden. Müssen wir wirklich durch über eins der Löcher laufen? Hier. Ich will jetzt eigentlich nicht kämpfen und. Ach, meine Güte. Wir haben wohl ein paar zu viele der Kleinen erledigt. Vielen Dank auch. Also ist es wahr? Gegner hier haben mit so viel Glück. Immer noch 6 Minuten. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier herauskomme. Was hat er jetzt gemacht? Oh nein, wir sind schon verwirrt. Halt dich nicht selbst an. Oh, Glück gehabt. Wieso bist du denn jetzt ausgewichen? Du wärst nicht mehr verwirrt. Oh, wir haben gerade Glück, dass er sich nicht selbst angreift. Uch, der ist so Flammen geworden. Nicht gut. Gut, sondern zwei Klara kann sich jetzt endlich mal hinsetzen. Ein Schwanz ist im Weg und alles. Ich weiß wirklich nicht, was wir jetzt zu tun haben. Wie kommt man hier wieder raus? Ich meine, bei der Königin waren wir auch. Und ich habe schon gesagt, dass ich mich nicht um die da kümmere.
Wieso kann ich eigentlich gerade nicht weglaufen? Die brauche ich eindeutig einen Magic User, um die ordentlich erledigen zu können. Und den haben wir noch nicht. Ich kann keins dieser Löcher fallen. Oder muss ich diese verdammte Ocarina mitnehmen und hier spielen, oder was? Das ist irgendwie das Einzige, was mir gerade einfällt. Ich nehme sie mal, ich hole sie mal aus dem Itemlager raus. Das ist aber das Einzige, was ich ausprobiere. Nur die Moms Eis, die sollten wir doch zu schlagen wissen. Die sind schnell. Und können zweimal angreifen. Wenn wir nochmal angreifen, sollten sie eigentlich geschlagen sein. Nochmal 816. Jawohl. Sehr gut. Also, wir sollten wieder heilen. Ich verstehe diesen Ort kaum. Hier ist das Swimming Cat. Ich glaube, das Haus mit der grünen Tür war das Itemlager. Ja, du bist das Itemlager, stimmt's? Ja, der Gutskeeper. Ich möchte etwas mitnehmen, und zwar die Ocarina. Nein! Ja, wir passen auf. So, wir haben jetzt noch circa 3 Minuten. Wie gesagt, ich probiere das mit der Ocarina aus, und wenn das nicht klappt, ja. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, und ich habe herausgefunden, wie man hier rauskommt, verdammt. Da gibt es hier wirklich kein Escape, und wir nutzen jetzt keine Gegner. So, ich gehe jetzt hier direkt drauf. Ach, ich kann mir vorstellen, wozu wir die brauchen. Die ist dann, um die Melodie zu spielen. Stimmt's? Das bringt mir jetzt aber noch nichts. Ich will hier auf jeden Fall noch herausgehen. Ich finde es jetzt gerade mal heraus und dann werden wir... ich werde das mal kurz zusammenschneiden, dann ich will das jetzt nämlich wissen. Wir sehen uns gleich. Ich bin wieder da, die Katze ist auf meinem Toast. Wir müssen einfach in den Süden gehen und dann laufen wir in den richtigen Brunnen, heißt es. Stimmt ja gar nicht. Auf jeden Fall gibt es einen Wheelwell. Oh, ich habe gelesen, für den Gegner sollen wir einfach nur Guard machen, kriegen wir unglaublich viele Erfahrungspunkte. Weil der irgendwann automatisch abhaut. Oh, dass ich das gelesen habe, sonst hätte ich versucht, gegen ihn zu kämpfen. Er sagt Hallo und läuft dann einfach weg. Ihr wisst nicht warum, aber sind 6P haben sich erhöht. Aber das heißt ja eindeutig, einer der Brunnen ist der richtige. Aber welcher? Ich hab's doch richtig gemacht. Oder muss ich... Moment, hier ist es, dass ich drauf nehme. Ich glaube, ich soll links von ihm stehen. Und dann finde ich den richtigen Brunnen. Ja. Okay, das reicht jetzt allerdings auch. Wir haben hier wieder Dungeon-Musik eindeutig. Denn ich möchte den Part jetzt beenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich mit weniger Denken, mehr Spielen. Bis zum nächsten Mal.